Ah, das Ding hier, dieses komische Ei. Ostern ist vorbei, dann spreng ich jetzt das Ei. Wie, das kann ich auch nicht wegmachen? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory im sagenhaften Update 4. Meine lieben Freunde, ich befinde mich hier gerade beim AKW und wir haben es geschafft. Ich habe eine Drohnenroute aufgebaut. Oh Gott, ich muss, glaube ich, jetzt schnell auf dem Jetpack wechseln. Es sei denn... Oh ne, ich kann mitfliegen. Nein, kann ich nicht. Oh Gott, ich lebe noch. Huhuhu. Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt. Ich lebe noch, ich bin nicht gestorben. Aber ich hab's jetzt geschafft. Ich habe jetzt die Strecke vom AKW, von unserem alten AKW hingebaut. Zum, die Drohnentransportroute. Ich muss atmen. Ich muss kurz atmen. Ich habe gerade Adrenalin, ja, ich muss atmen. Ich habe die Drohnenstrecke eingerichtet von unserem AKW hin zum Tscherno. Ich habe Tscherno reaktiviert. Wir haben jetzt mehr Strom. Warte mal, können wir das hier irgendwo ablesen? Gibt es hier irgendwo einen Strommast, den ich mal schnell... Ah, weißt du was, ich stelle einfach einen hin hier, warte. Gib mir mal hier eine Anschlussmöglichkeit. Ich brauche eine Anschluss. Hier muss irgendwo eine sein. Da. So, warte. Hier. Ihr könnt es jetzt sehen. Ich habe es gewuppt. Tscherno läuft jetzt exklusiv mit den Brennstäben. Mit den Plutonium-Brennstäben. Die wir beim letzten Mal ja schon in diese eine Drohnenstation reingeleitet haben beim AKW. Also das AKW hier läuft jetzt mit normalen Uranstäben und das Tscherno läuft exklusiv nur mit Plutonium. So. Jetzt müssen wir uns mal zu Tscherno hinbegeben. Weil es fehlt ja noch eine Sache. Was fehlt da jetzt noch? Naja, logischerweise wird da jetzt, wenn da Plutonium verstromt wird... wird da jetzt natürlich auch Plutoniummüll erzeugt. Und Plutoniummüll strahlt ja sehr stark. Und er wird gerade in der Drohnenstation, die für die Ausfuhr zuständig sein wird, angesammelt. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, wo wir diesen Plutoniummüll lagern. Weil vernichten können wir den ja jetzt wieder nicht. Der muss ja wieder gelagert werden. Also zum einen haben wir das Lager unter der Map, wo wir das Ganze einlagern können. Zum anderen hätten wir... eine Möglichkeit, das am Rand der Map irgendwo zu lagern halt. Da, je nachdem, wo es halt passt. Jetzt muss ich erstmal noch schauen, muss ich mal schnell nochmal gucken, ob ich noch irgendwie was mitnehmen muss. Wenn ich ein AKW bauen will, brauche ich... Ich will nämlich gerne noch mehr Reaktoren da aufstellen. Ah ja, Supercomputer. Lasst mal noch den Supercomputer-Stack nochmal auffüllen, schnell. Denn ich möchte jetzt nämlich in Tscherno noch mindestens ein weiteres AKW aufstellen. Da geht nämlich noch was. Da ist noch ordentlich was möglich. Wir haben da gerade mal ja ein AKW stehen momentan. Dann bauen wir das aus. Und dann zeige ich euch mal, wie da jetzt die Drohnen organisiert sind. Das habe ich nämlich auch schon mal so ein bisschen vorbereitet. Offscreen habe ich auch mal dafür gesorgt, dass wir ein paar mehr Stahlplatten produzieren. Stahlplatten, Schrauben, verstärkte Eisenplatten werden jetzt... da oben ins Megalager eingeliefert. Deswegen haben wir jetzt viel mehr Verkehr. Wir haben jetzt hier so viel Verkehr, dass ich sogar schon vor die Wand renne, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann vor lauter Verkehr. Es ist unglaublich, wie viel Verkehr wir jetzt hier haben in dieser Welt. Und es wird mehr Verkehr. Ich will immer noch mehr Verkehr haben. Das ist immer das Geile daran. Wenn man einmal richtig Verkehr hatte, dann will man gar nicht mehr aufhören, dann will man immer noch mehr Verkehr. Das ist auch nicht verkehrt, meine lieben Freunde. Lasst euch das gesagt sein. Mehr Verkehr ist immer gut. Deswegen steigere ich den Verkehr hier auch. Das führt natürlich dazu, dass wir mehr Energie brauchen. Wenn man viel Verkehr hat, braucht man auch viel Energie. Die muss da irgendwo herkommen, ne? Sonst verpufft das nämlich. Hö. Fehlt hier noch? Ah, genau. Ich setze mal hier noch Funksteuerungseinheiten rein. Genau. Und dann nehmen wir noch Supercomputer mit. Die fülle ich nochmal auf hier. Die sind hier drin. Genau. Meine lieben Freunde, so läuft das. Und Netzwerkanschlüsse noch. Da nicht. Da. Die nehmen wir mit. Ja, mehr Verkehr ist immer gut. Das sind die Weisheiten hier. Und Nüsse essen für mehr Energie. Genau, immer schön die Nüsse im Mund nehmen, ganz wichtig. Aber ich habe ja gerade geatmet. Atmen muss man auch ab und zu mal. So, jetzt gehen wir mal nach Tscherno. Da nehmen wir natürlich die Railgun. Die Railgun schießt uns dann nämlich schön raus. Und dann läuft das, meine lieben Freunde. Dann kann ich euch mal zeigen, wie wir Tscherno jetzt hergerichtet haben. In Tscherno werde ich es wahrscheinlich dann auch so machen, dass ich Tscherno komplett entkerne. Da ist ja jetzt momentan
eine riesige Anlage noch drin, die ja ursprünglich mal dazu da war, um Brennstäbe bzw. die Grundelemente für Brennstäbe zu produzieren. Aber diese ganzen Anlagen sind jetzt ja mehr oder weniger, naja, nutzlos sind sie nicht, aber sie sind halt nicht mehr am Laufen und sie müssten eigentlich drastisch umgebaut werden, weil man da ja jetzt auch noch die Mixer und so braucht und so eigentlich. Und das ist mir alles zu aufwendig, ich werde wahrscheinlich diese Anlage komplett leer machen. Das mache ich natürlich nicht in der Folge hier, keine Sorge, aber das ist so der Plan, ja. Ich werde Tscherno entkernen und werde dort nur die Dinge installieren, die wirklich notwendig sind für die Verstromung von Plutonium. Und gegebenenfalls vielleicht auch noch den ein oder anderen Teilchenbeschleuniger, wenn wir zum Beispiel an anderen Stellen noch AKWs aufbauen sollten. So, ich gehe mal hier rein. Oh, hoffentlich war das jetzt der richtige Abstand. Oh ja, das sieht gut aus. Bremsen, bremsen, direkt bremsen. Ich bin zu schnell. Ich will ja nicht übers Ziel hinausschießen. Das sieht aber gut aus. Von der Flugbahn her sieht es gut aus. Wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, gleich müsste der Nebel sich eigentlich... Ja, sehr gut, ja, perfekt. Bremsen. Ja, auf dem Schornstein landen. Komm, das kriegen wir hin. Ja! Hahaha! Geil geflogen. Ja, genau. Ich hatte hier aus Spaß hatte ich hier mal eine Raffinerie in den Schornstein gebaut. Die passen da jetzt nämlich rein. Aber der Schornstein davon ist leider nicht an der richtigen Stelle. Hm. Dachte vielleicht da ein bisschen Rauch produzieren oder so. Bisschen qualmen. Ja genau, da sind die Drohnenstationen. Die mittlere ist die, die uns entsprechend die Brennstäbe von dem anderen AKW liefert. Die ist gerade auf dem Weg zurück zum AKW. Natürlich wären im AKW nur 0,5... Also ein Brennstab, glaube ich, pro Minute wird da produziert. Also ich glaube so insgesamt... Ah, hier strahlt es aber ganz schön. Insgesamt, glaube ich, sind es 3 Brennstäbe. 2 oder 3 Brennstäbe, die pro Tour angeliefert werden. Also es ist nicht so viel. Müsste aber auf jeden Fall reichen, die Menge, dass ein AKW schon komplett überfordert ist und da eigentlich schon mehr geht. Also da können wir locker 2 AKWs betreiben mit der Menge, die auch noch komplett übertaktet sind. Denn wir müssen ja, um das nochmal zu verdeutlichen, das Problem. Das ist unsere potenzielle Verbrauchslinie. Das ist das, was wir jetzt aktuell produzieren. Das ist jetzt schon mehr, als wir vorher produziert haben an Strom. Ich hätte es aber trotzdem gerne mindestens hier, also nochmal ein bisschen höher. Das wären ungefähr noch 4 AKWs bestimmt und dann haben wir das. Also, das ist so das Ziel. Dann haben wir ein schönes Polster und wenn wir dann noch viele Energiespeicher dazu bauen, guck mal hier, die stauen sich sogar schon, seht ihr das? Da staut da was. Wenn wir dann noch Energiespeicher dazustellen, quasi. Quasi so, um den Überschuss, der dann ja in exorbitanten Mengen produziert wird, um den dann noch so zu speichern. Und ich mach mal hier gerade, genau, schön den Atommüll wegrollen lassen. Und dann das Band mal wegmachen, weil ich muss das jetzt natürlich so machen, dass wir hier das Ganze auch splitten können. Das ist ja ganz wichtig. Hier, der kann ja ein bisschen aufstauen in sich selbst. Okay, wir kriegen 2 Plutoniumabfall pro Minute. Ist ganz schön viel. Muss man jetzt schon mal sagen. Das ist schon eine ganz schöne Menge hier. So, wenn die Dinger hier reingerutscht sind, dann mache ich dieses Band hier weg und dann machen wir da noch einen Splitter hin. Jetzt machen wir aber hier erstmal noch... genau, hier machen wir einen Fusionator. Ne, warte mal, hier brauchen wir noch keinen Fusionator. Aber wir können schon mal das nächste AKW daneben stellen. Ach ja, was ich auch mal ausprobieren wollte, das hattet ihr mir irgendwie gesagt. Die großen Objekte soll man jetzt irgendwie auch sprengen können seit Update 4. Das wollte ich mal ausprobieren, ob das hier geht. Schade, geht nicht. Ist wohl doch zu groß noch. Aber irgendwie, also ihr habt mir gesagt, die Bäume im Roten Wald, die sollen irgendwie gesprengt werden können. Das muss ich mal probieren bei Gelegenheit. Genau, da wir diese Anlage hier mit dem Turbodraht jetzt nicht mehr brauchen, reiße ich das hier jetzt schon mal ab. Wie gesagt, das ist so ein bisschen... Also hier sind die FPS, bei Tscherno sind die auf jeden Fall nicht am Start. Das kann ich schon mal sagen. FPS sind definitiv hier nicht vorhanden. Weil hier, also so viele Strukturen, die hier platziert sind und die ganzen Anlagen, die ja nicht mal laufen. Ich will gar nicht wissen, wie das ruckelt, wenn hier die Anlagen nicht laufen. Ich will gar nicht wissen, wie das dann am Abzappeln wäre. Ja, die alte, das ist jetzt eine Geisterfabrik sozusagen, ja. Die alte Tscherno-Verarbeitungsanlage, die ist hier natürlich jetzt nicht mehr so up-to-date. War wohl offensichtlich hier... die Grundlagenproduktion für unsere Brennstäbe, die ja an einer anderen Stelle zusammengesetzt wurden. Das war ja da der Plan gewesen.
dass man die nicht strahlenden Elemente im AKW selber produziert und dann exportiert, um die Brennstäbe selber dann woanders herzustellen und dann wieder hierher zu bringen. Damit halt hier nicht alles dann um die Wette strahlt. So, das war so ein bisschen die Idee. Damals, als ich noch jung war. Als ich noch nicht verstrahlt war, total. So, hier genau. Diese ganzen Zulaufbänder, das muss mal alles weg hier. Hier kommen jetzt AKWs hin. Und Kisten. Ich habe schon wieder meine Kistenphobie hier. Warte mal, lösch mal den Turbodraht. Und lösch vielleicht auch mal hier die Platten, damit ich hier mal ein bisschen mehr Platz habe. Ich brauche Platz für das ganze Zeug. Dann nehme ich das nämlich mal alles rein ins Inventar. Dann lösche ich das nämlich alles auf einmal. Dann geht das nämlich ein bisschen schneller hier. Müssen wir nicht ewig rumtingeltangeln. Guck mal hier, das ist auch voll unordentlich. Der Boden ist hier noch gar nicht richtig durchgezogen. Das ist, ja, das ist alles voll unordentlich hier. In diesem Tscherno-AKW. Warte, hier, genau, lösch das und das und das von mir aus auch. Guck. Ah, das Ding hier, dieses komische Ei. Ostern ist vorbei, dann sprenge ich jetzt das Ei. Wie, das kann ich auch nicht wegmachen? Normalerweise konnte man die Eier doch wegsprengen. Das sind aber harte Eier. Also im Roten Wald konnte man die sprengen, das weiß ich noch. Tja, ist wohl nichts mit Eier sprengen. Ist wohl verboten. Ach, guck mal, da ist ja das im Weg hier. Das geht ja mal gar nicht. Das müssen wir mal wegmachen. So, neues AKW direkt daneben. Komm, ich weiß, dass das geht. Es muss gehen. Nicht genügend Freiraum. Ich muss es mal von oben machen. Achso, ich habe ja keinen. Hier, warte mal, hier strahlt doch gar nichts gerade. Ich kann doch hier mein Shitbag benutzen eigentlich. Oh, Alter, was haben wir hier für Türme hingestellt? Für Produktionstürme. Tja, das war damals noch der Gigantomanismus, wo ich die Anlagen übereinander gestapelt habe, weil ich mir dann Spaß und einen Sport draus gemacht habe, Anlagen übereinander zu stapeln. So war das damals, als ich noch jung war, meine lieben Freunde. Ich kann euch sagen. So, was hat ihr jetzt blockiert? Es ist aber nicht die Fläche da oben, oder? Doch, anscheinend schon. Die ist anscheinend nicht tief genug. Müssen wir das wegmachen. Habe ich anscheinend gehabt. Sehr gut. So, jetzt aber hier. Ja, jetzt geht das. Guck mal, jetzt kann ich das. Wenn ich Steuerung gedrückt halte, bleibt es auch in einer Linie. Dann kann ich das hin und her schieben, wie ich lustig bin. Es bleibt in einer Linie und das wollen wir haben. So wollen wir das haben. Wir bauen jetzt hier mehr Reaktoren auf. Und jetzt ist die Frage, ist dieses komische Ei, das komische, runde, große Ei da, ist das jetzt im Weg oder nicht? Das wird jetzt die alles entscheidende Challenge hier. Trotz des großen, dicken Eis hier das Ganze aufzubauen in einer Reihe. Ich glaube, es müsste eigentlich dann in das Ei reinrutschen. Das AKW. Gucken wir doch mal. Ich kann ja noch mindestens eins, kann ich noch bauen, genau. Warte. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Es hängt irgendwie. Nicht genügend Freiraum. Ist es jetzt das Ei, was schuld ist, oder ist es das da oben? Habe ich noch Platz? Nee, warte, ich muss kurz was löschen. Hatte ich nicht noch Kieselsäure aufgenommen? Hier, genau, weg damit. Hier, den Schnodder da oben müssen wir ein bisschen wegmachen. Sonst passt das, glaube ich, nicht. Es kann sein, dass es eher da oben hängt. Und gar nicht so sehr an meinem Ei. Mein Ei ist, glaube ich, gar nicht schuld. Hier, gib mir das. Ha, guck mal, da siehst du? Hat doch gerade geklappt. Ich hab's doch gesehen. Da! Aber irgendwas stimmt nicht. Es ist irgendwie. Es steht auf dem Ei. Glaube ich. Warte mal, das geht doch. Kann doch nicht sein hier. Warte mal. So ist es in der. Ey, scheiße, das Ei ist im Weg. Ich meine, gut, ich kann es auch auf das Ei stellen. Dann strahlt das Ei aber, ne? Ist aber auch eigentlich egal, ne? Dann steht's halt auf dem Ei. So ist das halt. Jetzt gucke ich mal. Ist es jetzt einfach nur verschoben oder steht's auf dem Ei? Der kleine Höhenunterschied macht ja sicherlich jetzt den Kohl nicht fett, oder? Ja, es steht auf dem Ei. Dann müssen wir einfach nur den Splitter dann auch entsprechend auf die richtige Höhe setzen. Guck mal, die Stützen, die passen sich ja dynamisch an. Stimmt. Hier ist das Ei, das Blöde. So ist das. Ich höre Viecher. Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. Ich höre sie nur. Ach, da hinten. Oh Gott, schnell weg. Ja, geil.
Habe ich ein AKW aufs Ei gesetzt. Gut. Weg mit dem Zeug. Kaffee trinken, ist immer wichtig. Und verstrahlte Nüsse mitnehmen, sehr gut. Ah, hier stimmt ja, hier ist ja Zeug. Okay, warte. Ah, da. Staunen sie sich jetzt. Und hier, die müssten jetzt eigentlich gleich... Okay, sind immer noch nicht weggezurzelt. Wenn der da durch ist, müsste es eigentlich soweit sein, dass wir dann mal hier das Band wegmachen können. Ich muss das ja splitten. Denn in der Zeit können wir ja erstmal hier die Sachen bauen hier. Die Splitter, die hier hinkommen noch. Genau, warte mal. Oh, wo ist denn hier der Ausgang? Okay, da ist der Eingang, genau. Hier, genau. Hier muss es nämlich hin. Kann man das... Ich würde das gerne genau dahin. Ja, genau so. Das wäre jetzt Nummer 1. Kann ich da auch ein Band reinmachen? Ja, sehr gut. Okay, geht. Nummer 1. Und jetzt wird es hier lustig. Oh Gott. Da müssen wir mal gucken. Kann ich da noch eine Dings drunter setzen? Ja, okay, das geht. Guck mal, jetzt haben wir wieder die Höhe, die wir brauchen. Wunderbar. Und da wir ja vielleicht noch weitere AKWs hinzufügen wollen, machen wir jetzt einfach mal den Splitter hier hin. Ja, irgendwas ist da noch nicht so ganz korrekt, kann das sein? Es ist ein bisschen weiter vorne hier, das AKW, oder? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall geht es mit dem Anschluss. Das ist erstmal die Hauptsache, dass das geht. Hauptsache, die Anschlüsse funktionieren. Alles andere ist eigentlich erstmal zweitrangig. Genau, ja, und dann brauchen wir für den Atommüll natürlich einen Fusselnator. Und das machen wir jetzt einfach mal daneben direkt. So. Da müsste es sogar noch einfacher sein eigentlich. Achso, warte mal, Moment mal. Geht das denn überhaupt mit dem... Ah, okay, warte. Nee, dann... Ah! Hör auf, mich anzustrahlen. Warte mal, dann machen wir das mit ein bisschen mehr Abstand. So, dass wir da noch einen Lift daneben kriegen. Also, dass wir da mit dem Lift rein können, können wir das nämlich eigentlich auch nach oben nehmen. Quasi. Das wäre dann so. Geht da jetzt noch ein Lift hin? Ja, jetzt geht noch ein Lift hin. Genau, dann nehmen wir das nämlich dann hoch einfach. Genau, also der Punkt wäre dann, Fusionator wäre dann eher so. Da oben, genau. Ihr könnt es sogar noch ein Stückchen näher rannehmen, glaube ich. Ja, warte. Ein Stückchen näher ran noch. Ein Taps noch nach drüben. So. Weil ich glaube, das verbindet sich dann trotzdem. Dann ist es ein bisschen kompakter noch. Mal schauen. Das müsste jetzt Fitch machen. Wenn es Fitch gemacht hat, haben wir es richtig gemacht. Warte. Ja, hat Fitch gemacht. Alles klar. Dann läuft das, genau. Also machen wir dazu. Also der hier noch ein Stückchen weiter rüber. Dann ist da auch nicht... Weil das Band ist ja da ein bisschen eingeknickt wegen dem Ei. Das Ei führt dazu, dass es da an der Stelle ein bisschen eingeknickt wird. Da können wir das so ein bisschen umgehen, dass das da so eingeknickt wird. Also mal gucken. Wollen das, ja, so, genau. Und dann so. Dann müsste das genau in einer Linie sein eigentlich. Wunderschön. Und dann gehen wir hier entsprechend auch noch rein. Und dann nehmen wir uns den Fusselnator und fusselnieren das dann entsprechend. Der ist ja nur eine Einheit weiter versetzt, genau. Also eine Einheit weiter nach drüben. Und dann bitte ein Lift. Oh, hier fitscht's nicht. Warte, vielleicht so rum? Oh, so geht's gar nicht. Warum fitscht das hier nicht? Das ist nicht gut, wenn es nicht fitscht. Aber vielleicht kann ich es mit einem kleinen Bandstück noch verbinden. Nee. Dann ist aber irgendwas mit der Ausrichtung von dem AKW nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist dadurch, dass das auf dem Ei steht, ist das nicht so gut. Aber da wäre jetzt die andere Frage. Können wir vielleicht einfach die Sache ein bisschen weiter nach drüben rücken? Ist jetzt natürlich blöd, weil hier schon Brennstäbe drin sind, aber... Wäre vielleicht am einfachsten. Ah, hier ist halt schon viel gebaut, ne? Müsste man hier alles abreißen, alles rausnehmen und dann das Ganze ein bisschen weiter nach drüben. Dann könnte man das Ei umgehen. Oder ich schieb's in die Richtung, aber dann passt da hinten ja nicht so viel hin.
Oder wir nehmen den einfach hier ein bisschen weiter nach drüben. Dann weicht der halt ein bisschen ab hier von der Norm. Dann kann ich, glaube ich, noch ein Band dazwischen nehmen an der Stelle. Komm, wir probieren das mal. Das ist, glaube ich, die einfachste. Bevor ich jetzt hier das ganze Tscherno-AKW umbaue, probieren wir das mal einfach. Dann ist das Band zwar nicht mehr gerade, aber es ist ja egal. Hauptsache, wir können das benutzen. Genau, fitscht nämlich nicht. Hier sieht man es jetzt, ne? Er sieht, er steht ein bisschen zu weit hier. Es ist ganz wenig, aber es ist halt genug, um ein Problem zu sein. Das ist natürlich blöd. Schade. Dann muss ich das nochmal wegmachen hier. Das ist mir zu problematisch jetzt irgendwie. Es sind zu viele Probleme auf einer. Ich dachte, ich kann es umgehen, aber leider... Ausgerechnet beim Lift ist das ein Problem. Hätte ich nicht gedacht. Kann ich wenigstens das kleine Ei da wegmachen? Es geht auch nicht. Wollt ihr mich rollen? Wieso kann man die Eier nicht platt machen? Wie soll ich denn hier irgendwas machen, wenn lauter Eier in der Gegend rumstehen? Das ist ein Rumgeeier hier. Kann nicht wahr sein. Warte mal, ich muss das nochmal probieren. Und vielleicht kann ich noch... Wenn ich hier noch einen Streifen wegnehme vielleicht. Vielleicht kann ich noch ein bisschen weiter rüber. Und vielleicht ist es dann ein bisschen besser ausgerichtet. Diese blöden Eier. Scheiße. Hier, das muss auf dem Boden stehen und in der Linie. So, warte, jetzt aufpassen. Sobald es hochrutscht, funktioniert es nicht. Okay, hier rutscht es hoch. Hier wird es aber gehen. Hier funktioniert es. Hier steht es richtig. Nur alles nur wegen den Eiern immer. Hier dreht sich alles immer nur um Eier. Von früh bis spät, von morgens bis abends. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. From dusk till dawn. Dreht sich alles nur um Eier hier. Das gibt's alles nicht. Eieieiei. So, jetzt bin ich hier gespannt. Jetzt müsste es eigentlich völlig unproblematisch funktionieren hier. Ha, da fitscht es. So einfach kann es sein. So einfach kann Fitschen sein. Guck. Geil. Jetzt läuft das. So muss das sein. Jetzt gucken wir mal hier noch. Hat er jetzt das endlich verbrannt? Ich habe ja nun lang genug rumgeeiert hier. Ah, ich bin geschützt. Das sieht gut aus. Genau, weil dann können wir das hier jetzt nämlich abmachen. Und dann können wir hier nämlich auch noch einen Splittelinski hinstellen. Der das dann hier rein befördert. Das sieht gut aus. Genau. Ja, und das hier, diese komische Leiterkonstruktion, das machen wir mal weg, weil das stört mich hier gerade, ne? Wow, aber warte. Das sieht ja... Der markiert irgendwie hier die Leiter nicht. Jetzt. Ich will das alles weg haben. Das war mal ursprünglich gedacht, damit man da hochklettern kann. Früher hat man übrigens Leitern so gebaut in Sardis. Man hat die Stapler genommen und die an die Wand gestellt, weil die waren quasi eine Leiter. Und so konnte man halt sicherstellen, dass man genau schnipst im richtigen Moment. Nein, so dass man konnte man halt sicherstellen, dass man, wenn man den Schutzanzug getragen hat, dass man auch irgendwo hochkommt. Aber jetzt gibt's ja Leitern. Ich kann ja jetzt Leitern benutzen. Richtige Leitern. So, Fusselnator am Start. Am Start, am Start. Genau. Einmal richtig stapeln, bitteschön. Und dann rein damit. Fitch, habt ihr das gehört? Fitch hat's gemacht. Hört ihr das? Dieses. Ah, er steht aber falsch. Er steht trotzdem. Es fitscht, aber er steht falsch. Warum konnte das gerade eben nicht, als er falsch stand, fitschen? Warum hat das da nicht funktioniert? Aber das verstehe ich gar nicht. Ich darf gar nicht falsch stehen. Eigentlich muss ich eigentlich genau in einer Linie stehen. Ja, ich will hier Shield beim Platzieren. Das gibt's doch nicht. Kann doch alles nicht sein hier. Ja, jetzt hat's wieder gefitscht. Genau. Oh, da kommt gleich ordentlich was raus. Nicht schlecht. Okay, warte. Bevor wir jetzt hier eskalieren, nehmen wir das da mal rein und gehen dann hier raus. Ja, und dann haben wir ja einfach mal den AKW-Strom in Tscherno verdreifacht, ne, würde ich mal sagen. Das ist doch geil. Mal gucken, wie groß dann, wie hoch dann der Ausschlag bei der Linie ist. Da bin ich mal gespannt. Oh, Autosave, oh Gott. Erstmal hier jetzt die Leinen verbinden schnell. Dann kann das nämlich gleich noch gesaved werden. Wie gleich, oh, da ist aber schon einiges produziert an Müll, wenn ich das mal sagen darf. Nicht schlecht, ist schon ganz schön viel auf dem Band oben drauf. Eventuell ist der Schnee zu schwach und es geht nur mit normalem Sprengstoff. Nee, eigentlich ist der Schnee, wie gerade noch geschrieben wurde, tatsächlich noch stärker als der normale Sprengstoff. Zumindest der Radius ist auf jeden Fall größer. Also er ist nicht stärker, aber der Radius ist größer. Der Sprengradius. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das daran liegt. Das ist einfach ein Objekt, das nicht gesprengt werden kann wahrscheinlich.
Ich nehme mal an, das ist plausibler. So, jetzt haben wir das. Hm. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, es läuft. Denn wir brauchen ja noch Wasser. Und wir brauchen ja Wasser. Pro AKW brauchen wir ja, wenn wir das auch noch übertakten. Brauchen wir ja quasi 600 Kubikmeter eigentlich. Alter, wieso sind hier eigentlich noch so viele Bäume hier unten? Was habe ich damals eigentlich gemacht? Was habe ich da eigentlich gemacht damals? Ist eigentlich durch meinen Kopf durchgegangen? Oder sind die alle neu gespawnt? Habe ich damals gedacht, ach, Natur im AKW ist so schön. Es kann aber auch sein, dass meine Logik damals war, dass ich mir gesagt habe, in Tscherno ist ja auch quasi alles verwildert und verlassen. Dann mache ich das jetzt hier genauso. Vielleicht war das die Logik. Keine Ahnung. Vielleicht ist deswegen hier noch so viel Zeug. Hier sind ja auch gar keine Foundations, Mensch. Wir sind doch hier in den Katakomben. Das geht doch so nicht. Und die ganzen Masten, die hier noch rumstehen. Aber ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass es damals noch keine Wandanschlüsse gab. Das kann der Grund sein, warum hier noch so viele Masten rumstehen. Ich glaube, Tscherno hatten wir vor Update 3.5 gebaut. Oder ich glaube sogar noch vor Update 3 tatsächlich. Das war so das letzte, war sogar das letzte Großprojekt vor Update 3. Um das nur mal zeitlich ein bisschen einzuordnen. Kann man das da sprengen überhaupt? Das Gestrüppel? Oh nein. Euch gibt's also auch noch hier. Ja, komm her, los. Hä, hängst du da fest? Lol. Scheiße. Ja, komm. Mist. Okay, dann so. Haha! Wie ein echter Actionheld. Action! Yes! Die Natur muss sterben. Sie hat es nicht anders verdient. Sie stellt sich mir immer in den Weg. Kann ich nicht durchgehen lassen. Geht nicht. Schön Plattform aufziehen. Genau, jetzt können wir nämlich hier auch gleich noch ein paar von den Extraktoren machen. So, wir können die jetzt ja auch in Line bauen. Also wir können jetzt sagen, genau, den einen hier hin. So, dass der halt genau an dem anderen steht. Wenn ich Steuerung gedrückt halte halt, ne? Und dann kann ich den umdrehen, so. Mit dem Mausrad. Und dann kann ich sagen... nicht genügend Freiraum. Was? Achso, weil da Foundations im Wasser sind wahrscheinlich. Die man kaum erkennen kann. Aber da hatten wir damals mal einen Bahnhof stehen gehabt. Deswegen sind die da. Jetzt geht das nämlich. Genau, guck mal. Und da haben wir ja da hinten noch ein bisschen Platz. Wir müssen ja jetzt wieder jeweils zwei Extraktoren übertakten für ein maximal übertaktetes AKW. Ne? Das ist ja jetzt so das Ding. Kann ich eigentlich das... Guck mal, das kann ich jetzt auch in Line bauen, wenn ich Steuerung gedrückt halte. Dann kann ich nämlich hier jetzt das hochziehen auf die Höhe. Dann habe ich das genau auf der gleichen Höhe wie das andere Rohr. Achso, nee, warte mal, aber das wollen wir ja gar nicht. Ich wollte sie nicht stören. Machen sie weiter. Ist okay. Hören sie nicht auf wegen mir. Nur weil ich mein Rohr reingesteckt habe. Unaufgefordert. Ich habe wieder mal unaufgefordert mein Rohr irgendwo reingesteckt. Manche haben damit ein Problem, wenn ich das mache. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde das lustig. So, hier. Schön gegenüber und dann mit dem MK1 einfach in die Seite rein. Bäh, wurstel das mal bitte da rein. Genau, so, und jetzt übertakten wir das doch gleich mal. Komplett. Dann können wir nämlich gleich das nächste AKW in Betrieb nehmen. Und jetzt ziehen wir das einfach daneben. Nicht genügend Schreiraum. Warte mal, das akzeptiere ich nicht. Der Schreiraum reicht. Wenn ich das sage, dann ist das so. Hier. Müssen wir stapeln, den Spaß. Spaß stapeln. Stapelspaß. So. Das müsste von der Höhe her auch eigentlich passen. Laufen die schon? Ja. Sehr gut. Damit haben wir... ein maximal gefülltes Rohr. Und das leiten wir jetzt einfach... über das andere Rohr drüber. Auch wenn das hier... es ist, das muss ich, glaube ich, eh auch alles mal wieder noch ein bisschen schöner machen hier. Das ist alles noch nicht so optimal hier. Wenn ich das mal sagen darf. Ich hab's selber gemerkt, ja, dass es nicht so optimal ist. Alter, Alter, scheiße, scheiße. Strahlung, Strahlung, Strahlung. Ja, toll, jetzt ist da die Dings im Weg. Warte mal. Das Problem können wir schnell beheben. Wir machen da einfach mal das Band dran.
und knallen hier den Splitter mit dran, genau. Dann ist das kein Problem. Dann ist nämlich erstmal die Strahlung weg und dann kann ich das hier nämlich nochmal ein bisschen anders machen. Weil das blockiert mir nämlich jetzt für die Rohre. Ich meine, gut, ich könnte die Rohre auch ganz weit nach oben legen eigentlich. Das ist am Ende des Tages natürlich mehr oder weniger egal. Aber ja, nee, ganz nach oben, dann müssen wir ja wieder pumpen. Nee. Nee, passt schon. Ist schon okay, wir machen das hier so. Da so vorbei. Es steht natürlich auch wieder der Strommast im Weg. Das sind halt diese alten Anlagen, wo halt immer irgendwas im Weg stand. Ich mach das jetzt mal so. Und dann werten wir mal das auf. Sehr gut. So, und dann dengeln wir mal an jeden Mast, der da jetzt an dem dranhängt. Was jetzt natürlich etwas schwierig ist, es ist der da. Wenn wir die jetzt nämlich alle verbinden, die an dem dranhängen, an die Decken, an den Deckenanschluss. Wenn das überhaupt nötig ist. Ist da noch ein... Warte mal, der hängt an dem... Der betreibt hier die Anlagen nur, kann das sein? Ja, ich glaube, der ist nur herangedengelt und... Ja, der macht gar nichts. Der leitet den Strom nicht irgendwo dahin, wo er gebraucht wird oder so. Das passt schon. Genau, der ist nur für die Anlagen hier da. Alles gut. Dann können wir jetzt nämlich das Rohr nehmen. Ich muss mein Rohr jetzt verlegen hier. Immer diese Hindernisse, die einem davon abhalten, sein Rohr zu verlegen. Ey, schrecklich. Nicht genügend Freiraum. Moment, da muss es noch höher. Dann machen wir das mal weg da oben. Mal gucken, ob es geht, ob ich das da reinkriege, das Rohr. Ich krieg mein Rohr nicht ins Loch. Jetzt! Aber es ist ganz schön hoch. Mal gucken, ob das überhaupt da oben hinkommt, das Wasser. Mal gucken, ob ich wenigstens ein AKW jetzt noch zum... Alter, ich habe mich so oft... Es hat so geruckelt, dass ich mich 5-mal gedreht habe um mich selbst und nicht mehr weiß, wo ich bin. Nicht genügend Freiraum! Mann, verdammte Scheiße, das kann einfach nicht wahr sein! Okay, warte jetzt hier. Das kann doch nicht sein! Warum ist hier so wenig Freiraum? Was soll das? Verdammte Freiraum immer. Es regt einen auf. Es eskaliert komplett. Warte. Ja, mach's halt so. Ja, so ist gut, so ist gut. Jetzt ist nur die Frage, ob diese Steigung überwunden werden kann. Werden wir ja gleich sehen. Wenn der das AKW jetzt Dings kriegt, ich kann ja schon mal die Leitung randengeln. Vielleicht jetzt nicht an den Mast. Warte, da machen wir jetzt mal hier die Leitung da oben jetzt mal ran. An die Wandhalterung machen wir die mal ran. Und die Wandhalterung, die ist ja verbunden mit dem Hauptnetz, oder? Muss mal gucken. Ich stelle es einfach her. Da bitte noch dran, genau. Mal doppelt verbinden, damit ich hier auch sicher sein kann, dass der Strom abgeführt wird. Ich habe hier nämlich gerade keinen Überblick mehr, welche Leitung wo reingeht. Hey, da ist schon Strom drauf. Da scheint gerade was aktiv zu sein. Lass mich durch. Gott! Kriegt das jetzt Wasser? Hat auf jeden Fall Wasser gekriegt. So, lass mal übertakten gleich. Dann haben wir nämlich gleich... Yes! Sehr viel mehr Strom, meine lieben Freunde. Das ist das, was wir hier haben. Was? Sah ich da gerade die Anzeige, dass kein Wasser drin ist? Ja, das ist halt wieder das Problem. Warte mal, ich mach die nochmal aus und die andere auch. Und wir lassen die mal volllaufen mit Wasser, damit halt das nicht dann immer leer läuft wieder. Es kann aber echt sein, dass wir mindestens eine Pumpe jetzt noch da in das Rohr reinhängen müssen, weil es sonst nicht läuft. Hier scheint es zu gehen, ohne leer zu laufen. Vielleicht aber trotzdem sicherheitshalber nochmal ausschalten. Und dann anschalten. Und dann hier auch wieder anschalten. Ey, das ist hier... Hier ist wieder ein Problem. Hier ist, glaube ich, echt der Druck auf dem Rohr nicht gegeben. Hier müssen wir echt eine Pumpe bauen, sonst kommt das da oben, glaube ich, nicht an. Nicht so, wie wir das wollen. Die Frage ist, ist das Problem... Okay. Hä, warum ist da jetzt gar kein Durchfluss mehr? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich schon wieder nicht. Was ist da schon wieder los? Das ist jetzt... Habe ich jetzt da die Pumpen deaktiviert oder was? Moment. Ja, die laufen nicht. Was ist da denn los? Null Durchfluss. Hä, wieso? Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch jetzt.
Haben die keinen Strom jetzt oder was? Oder was ist da los? Läuft nicht ab. Okay. Müssen wir mal das Rohr abgehen und mal gucken, was da los ist. Das eine Rohr ist nicht richtig angeschlossen. Welches eine Rohr von denen, die wir hier verlegt haben? Warte, da muss ich gucken jetzt. Habe ich was falsch gemacht oder wie? Habe ich mein Rohr nicht richtig verlegt? Dabei mache ich das doch so gerne. Das eine Rohr ist nicht richtig angeschlossen. Hä? Ist doch alles richtig, verstehe ich nicht. Wo ist denn da was falsch? Check ich nicht. Aber hier ist wirklich, hier ist null. Warte mal, ich mach nochmal alles weg. Ist nicht richtig angeschlossen. Mach mir keine Angst hier. Aber das ist doch so richtig, oder nicht? Ja. Jetzt auf einmal geht's. Ich habe doch jetzt gar nichts anders gemacht. Oder habe ich jetzt irgendwas anders gemacht? Sehr strange. Verstehe ich nicht. Manchmal ist das echt komisch. Ich glaube, da haben sich doch der ein oder andere Bug teilweise eingeschrieben. Das ist auch seltsam hier. Das verstehe ich auch nicht. Da steht jetzt kein Wasser, aber es läuft trotzdem. Die Stromproduktion läuft und die Linie ist auch gerade. Wenn hier nämlich kein Knick drin ist, heißt das nicht, dass das stehen geblieben ist, weil es nicht genug Wasser hat. Dann läuft das durch. Das ist so ein Fehler hier. Und wenn ich das jetzt ausschalte und warte und das wieder auffließt und dann wieder einschalte, dann läuft wieder alles normal. Guckt mal. Das ist echt komisch. Das ist ein Fehler im System. Das kann mir keiner erzählen, dass das so gedacht ist. Auf jeden Fall, nice Sache. Zweiter Reaktor am Start, dritter Reaktor braucht jetzt noch Wasser. Und wir müssen uns dringend darum kümmern, dass dieser lustig launige Plutoniummüll abgeführt wird. Der muss unter die Erde, meine lieben Freunde, definitiv. Bevor wir hier nicht mehr laufen können vor Strahlung. Was übrigens auch sehr cool ist, seit neuestem, also ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich habe es bisher noch vorher noch nie beobachten können, wenn da ein neuer Brennstab verbrannt wird, wenn der eine verbrannt ist und der nächste verbrannt wird, dann wird da einer nachgelegt in diesem Becken da drin. Das ist mir vorher nie aufgefallen, tatsächlich. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator-Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann. Ciao, ciao.